So, grüße euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Plane Accident mit mir, dem Fuchsel. So, in der letzten Folge hatten wir das Flugzeug in der Wüste, naja, den Fall aufgeklärt und nun haben wir als nächstes To the Rescue in the Mountains, also zur Rettung in den Bergen auf. Oh, da ist jetzt eine Menge zu lesen. In Eagle Peaks Mountains. Weiter. A plane belonging to Vladimir Bullhead. Das ist Black Russian Business crashed. Ein Flugzeug der Vladimir Bullhead ist irgendwo crashed. Ein russisches Business Flugzeug. An Bord sind zwei Individuen. Pilot Oleg Sudatov und ein Passagier namens Dr. James Horner. Wo... Who has on vacation, wo zu seiner Familie zurück wollte. Während einer dieser Operation ist der russische Businessman, tut der russische Geschäftsmann seinen Privatchat zu dem Doktor. Während des Rückfluges des Piloten landete es in Wilford Airport. He quickly took off again and encountered a snowstorm over the Eagle Peaks thing. Er hat sich schnell umgezogen und dann sind sie durch den Schneesturm in der Eagle Peaks Mountain geflogen. Er berichtete über Probleme in der Luftkontrolle wegen der Wetterbedingungen. Die Informationen waren gut barely audible. Waren gut hörbar. Funkkontakt ging verloren und ein paar Minuten später wurde dem Flughafen automatisch das Mayday-Signal übermittelt. Medizinische Services fanden Dr. Horner lebend, aber in der kritischen Verfassung. Unglücklicherweise hat der Pilot den Crash nicht überlebt. Puh. Okay, für die Leute, die hier zum ersten Mal einschalten, möchte ich mich entschuldigen. Ich tue mich mit dem Englischen lesen ein bisschen schwer. Ich gebe mir Bestes. So, Pickup. Aber gut, hier drin im Spiel, jetzt halt hier beim Aufklärungssuchen, da brauche ich sowieso eher weniger die ganzen Sachen halt hier zu lesen. So, wir müssen das Wrack finden. Und wie immer schicken wir als erstes mal unsere kleine Drohne los. Und hoffentlich verfliegt die sich nicht. Bei dem Sturm ist eigentlich keine gute Lage, wo die rumfliegen kann. So. So. Okay, ich frage mich, ob diese ganzen... Ich frage mich, ob diese ganzen Flugzeugabstürze hier auf wahre Begebenheiten basieren. Ich meine, die Entwickler, die haben ja auch das Accident rausgebracht, den Auto. Ich habe den noch schnell scannen lassen. Den Auto, der hat im Grunde genommen das gleiche halt mit so Autounfällen hat. Und soweit ich weiß, war das damals auch so auf wahre Begebenheiten, die ganzen Autounfälle dort, die man halt dort eben erleben konnte. Es kann natürlich auch sein, dass hier bei dem Spiel hier die ganzen Flugzeugabstürze halt auch auf wahre Begebenheit beruhen. So, jetzt habe ich das Ding hier schnell weggemacht, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt sehen, wo die ganzen Teile rumliegen. Ich wollte bloß schon mal aufdecken. Okay, mal sehen. Irgendwo hier muss ein Flugzeugwrack rumliegen. Der schwarze Rauch verrät seine Position. Na gut, der schwarze Rauch wird ziemlich schnell von diesem Wind hier verschoben. Ist übrigens schön, dass man hier sprinten kann wenigstens. Sucht man ja nicht so ewig lang. Okay, jetzt mal ernst, wo ist das Flugzeug? Würde gerne auf die Karte gucken, aber es sind halt die ganzen Sachen aufgedeckt. Gibt es hier überhaupt ein Flugzeug? Wurden wir... Hat uns jemand veräppelt? Gibt es hier kein Flugzeug? Ah ne, da ist es. Wow, okay. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich gefragt, oder in der vorletzten Folge habe ich mal gefragt, ob wir auch so einen großen Jumbo-Chat mal erledigen können. Bitte schön, da haben wir einen großen Jumbo-Chat. Kann ich auch reingehen? Gibt es eine Taschenlampe oder sowas? Nee. Das Wrack wurde dafür gefunden. Wir müssen den Bereich markieren.
Na. Lasset mich doch durch hier. Lasset mich doch durch hier. Ich will doch nur zum Flugzeug hin. Hier die Markierung setzen. Und hier auch. Und dann hier hinten noch, damit die Aufgabe erledigt ist. Okay, im Grunde haben wir das gleiche Prinzip wie bei The Forest zum Beispiel. Okay, liegt der Flugdatenschreiber, dass der hier draußen liegt? Aber gut, der lebt ja, der sollte ja eigentlich so einen Abschuss eigentlich aushalten. So, das Cockpit. Ich glaube, ich habe das Cockpit gefunden. Würde ich jetzt mal knallhart behaupten. Dass der Pilot das nicht überlebt hat? Ja. Das wage ich nicht zu bezweifeln, dass er es nicht überlebt hat. So, hier liegt noch ein Stück. Hier liegt noch ein Stück. Hier liegt noch ein Stück, kann ich aber nicht markieren. Wir merken uns einfach mal vor, dass es da hinten liegt. Heilige Scheiße. Vor allem das Schlimmste an der ganzen Sache ist, ich komme hier nicht mehr rum, Netzer. Okay, er hat hier ganz schön die Bäume abgerissen. Das heißt, theoretisch, wenn wir der Spur der Verwüstung folgen müssten, müssten wir eigentlich hier auf eine Alpha-Wand stoßen. Damit habe ich jetzt voll und ganz gerechnet, dass wir hier auf eine Alpha-Wand stoßen. Hilfe! Hilfe! Ich komme hier nicht hoch! Okay, Triebwerkverlust haben wir keins. Warum? So, haben wir hier noch irgendwas. Also die Frage, warum? Warum muss ich das Ding hier extra markieren, weil es da liegt? Was hier wahrscheinlich... Das Ding hier muss auch markiert werden. Warum auch immer. Ich meine, so in diesem Bereich hier muss man doch wirklich doof sein, wenn man das nicht sieht. Da hinten liegt eher noch ein Teil, was sich zum Markieren lohnt. Ja, guck. Hier. Na, hoffentlich finden die den. Ist auch noch ein Teil. Noch zwei? Weil die sind wirklich sauschwer zu finden. Das Teil hier, naja, ist auch eins. Wo könnte noch ein Teil sein? Okay, ich nutze jetzt mal die Karte. Hinter mir wäre ein Teil. Kalt. Hier. So, da müssen wir wieder Bilder machen. Okay, das Flugzeug ist im Arsch, würde ich sagen. Achso, ich dachte, ich muss den hier machen. Glaubt, da kannst du einen Mechaniker rufen. Der wird auch sagen, hey, schmeiß das Ding weg, das ist Müll. Da kannst du nichts mehr retten. An ihrer Stelle würde ich lieber ein neues Flugzeug kaufen. Na, das war ja einfach. Okay, dann rufen wir schnell Mr. Wolf an. Da kommt gleich mit seinem Pickup-Truck angefahren. Hoffentlich kommt er damit durch den Schnee auch wieder raus. Ich glaube nicht, dass er damit sein Van doch wieder rauskommt. Kann sein, dass die Musik ein bisschen laut ist. Nee, sieht gut aus. So, dann gucken wir uns mal die Daten an. Ach du Scheiße. Ja, okay. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Aber an sich so, wenn man es sich von außen ansieht, ist ein hübsches Privatjet eigentlich. Man sieht noch gut aus eigentlich. Na gut, mit Ausnahme des Cockpit muss man halt austauschen, aber sonst... Also wäre es...
haben mag, wenn die Ermittlungen vorbei sind. Ach du Scheiße. Oh Mann, warum ist immer so viel zu lesen? Okay, ein Passagier, ein Opfer. Oleg Sodatov, der Pilot. Der Aircraft, das... Das Flugzeug wurde von den... Shady, was war denn Shady nochmal? Von den russischen Geschäftsmann Wladimir Bullhead gekauft. Es wurde von einem erfahrenen Militärpiloten gesteuert, Oleg Sodatov. Nichts bekannt über seine hinterbliebene Familie. An Bord war Dr. James Horner, wo gerade auf der auf dem Rückflug war wegen einer Notfall-Gehirnoperation von Bullhead. Would suffer a stroke. Aber ich lese es einfach mal ganz schnell durch und tue es einfach mal kurz zusammenfassen. Okay, in Wilford sind sie gelandet und haben dort nachgetankt. Wollten dann nach Los Angeles weiter. Okay, während des Fluges haben sie ein paar Fehlfunktionen gemeldet, die mit dem Wetter zu tun haben. Und ein starker, es sind der Control Tower und einige andere Sachen, die halt der Tower nicht verstehen konnte, was die gemeldet haben. Understand the nature of the problem. Und die verstanden nicht, was das Problem eigentlich war. Kurze Zeit später verschwand das Flugzeug vom Radar und deine Such- und Rettungsaktion wurde gestartet. Der Doktor wurde gefunden, aber in kritischem Zustand und kam in das Library Medical Center. Der Pilot starb an der Scene. Also ein Tatort. Aircraft model has never put into a serial production. Aha, okay. Okay, also das Flugzeug ist einzigartig. Es kam niemals in Serie raus. Es kann sein, Entschuldigung, dass viele Teile, die dort verwendet worden sind, niemals wirklich verwendet wurden. Hey, guck mal, es sind inzwischen 5 Becher. Kann es sein, für jede Mission, die wir erreichen, dass es immer ein Becher mehr wird? Kann es sein, 5, warte mal. Wollen wir ganz kurz gucken. The Handbrake. Okay, das war die Tutorial-Mission. Dann kam der Absturz von Fred den Farmer. Dann kam Goldberg. Dann das Flugzeug in der Wüste. Ja, 4 Missionen, das ist dann die 5. Ja, Tatsache. Also hier im... Also wird der Turm so gesehen immer höher. Ja, okay. Witziges Easter Egg, würde ich jetzt mal behaupten. So, technisches Log. Was gibt es über dieses Flugzeug denn zu berichten? Okay, die Notfalltüren wurden ausgetauscht. Die Kabinenventilation wurde ausgetauscht. Ein Cockpit-Instrumentenpanel. Cockpit, okay, wurde alles gecheckt, aber es gab keine Probleme. Okay, elektrische Installation wurde überprüft. Die Ölfilter wurden allesamt ausgetauscht. Und einige nochmal, und noch mehr Notfall-Equipment wurde ausgetauscht. Sonst gab es keine anderen. Warum wurde immer so viel Notfall-Equipment kaputt gemacht? Notfall-Benzinleitung wurde repariert, Kalibrierung des Cockpit-Instrumenten, ansonsten keine weiteren Defekte. Batterie wurde ersetzt. Okay, Production System, weiß ich nicht. Und Wind Surface Maintenance. Mechanik Boris Telefonnummer. Okay, Maschinenöl wurde gewechselt. Das Kühlsystem wurde repariert, Bremssystem Haupt wurde repariert, GPS-System wurde gecheckt und kalibriert. Keine weiteren Defekte. Boris, Lizenznummer, Ding anrufen. Pilotflugprotokoll. Leichter Wind. Der Boss ist... Okay, der Boss möchte zurück zur Ranch. Wie sieht es aus? Annie. Ohne Probleme. Meeting mit dem Chef. Flug ohne Probleme.
Alles okay, Business Trip. Talking with the personal location is ramped. Everything is fine with the aircraft. Okay. Flight proceeds without any disturbance. Wetter dich bewölkt, hallo den. I'm flying to pick up Dr. Horner. So he can perform the bullet. Ich muss mich beeilen. Flight duration 5 Stunden. Aber er schreibt nicht hin, wie der Flug war. Hab den Doktor aufgesammelt. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Flugzeug. I will describe and ich werde es besser beschreiben nach der Landung in L.A. Nachfüllen war. Okay, also hier war irgendwas nicht in Ordnung. Dann haben sie gelandet. Dann haben sie getankt. Wetter ist heavy worse, heavy snowfall. Okay, irgendwas ist da passiert. 26, was war denn da passiert? Er musste sich beeilen. Minuten. Entsprechen wie viele Stunden? 5 Stunden, 20 Minuten. Okay. Gucken wir uns mal die Bilder an. So, Foto. Konduktor und Eisscan. Okay, wir müssen wahrscheinlich auf Eisscan. Foto doesn't add any Ding hier. Foto hat keine Hinweise. Foto hat keine Hinweise. Foto könnte vereist sein. So, was haben wir mit dem Witness? Liberty Medical Center. Dr. Horn ist in kritischen Status angekommen. Aktuell ist er im pharmakonischen Koma und die informieren uns, wenn es soweit ist, dass die sich melden. Officer Anderson. Ja, okay, es ist im Grunde genommen auch nur das, was wir eigentlich wissen. Dass das Flugzeug von einem russischen Businessman Wladimir Bullhead ausging. Ein russisches Ölkompanie. Das Flugzeug wurde von Oleg Soldat geflogen. Jetzt sollten wir das Wladimir hier keine Rule Possibility. Was ist denn hier? Okay. Irgendwas mit der FBI noch. Wie gesagt, ich versuche es einfach ein bisschen zu überfliegen, dass ich jetzt hier nicht ständig hier alles versuche, Wort für Wort zu übersetzen. Um zu merken, dass ich hier komplett falsch liege. Es ist ein Schande über Oleg. Er war ein guter Typ. Ich arbeite als Flugzeugmechaniker. I know there was an issue. Es gibt ein Problem beim Enteisungssystem. Ich habe versucht, das zu reparieren. Aber es ist zumindest nur die eine vorläufige Lösung gewesen. Das ganze System muss ja ausgetauscht werden. It's just there's never been. Ja, okay. Es gibt ein Problem beim Enteisungssystem. Er ist Bussi. Bussi-Bär. Mein Ehemann ist ein Neurochirurg. Bullet has been a patient for a long time. Okay, Bullet war schon länger ein Patient von ihnen. Wir haben eine Patient, wenn Bullet hat einen Stroke. Eine schnelle Operation war nötig und die Russen vertrauen nur ihnen. Er sendete einen Privatchat und gab ihnen $500,000. Ich sagte, er sollte da nicht mehr hingehen zu diesen russischen Banditen. Er hat es allerdings wegen dem Geldes getan. Ich bin sicher, jemand. Wanted my husband? Jemand wollte das nicht sein. Jemand wollte, dass denn ihr jemand nicht zu dieser Operation hingeht. Okay. Und dann hofft sie noch, dass hier also in Ordnung geht. Wladimir, wenn jetzt mit W geschrieben, Bullhead, hat vielerlei. Vielerlei verschiedene Verbindungen zur Mafia. It cannot be ruled. Oh, then this is an. Okay.
Nein. Ach Mann, ich drück immer Escape. Ich kann es mir einfach nicht abgewöhnen. Tut mir wirklich leid. Das kann doch nicht sein. So, Vereisung. Ein Doktor in einer Koma. Wählende Anti-Vereisungs... Wir haben noch einen Clou. Mündlicher Ass-Attentat. Naja, gut, wir haben ja die Black Box. Wir können. Ich würde das Flugzeug erstmal zusammenbauen. Und das mal zuerst mal. Wir müssen auf jeden Fall Benzinleitung offenbar überprüfen. Na gut, wenn Vereisungs. Okay, Abdeckungselement. Wow, wow. Doch mal ein Abdeckungselement. Das Abdeckungselement kommt normalerweise hier unten hin. Ja, passt sogar. Dann haben wir hier noch ein Abdeckungselement. Boah, müssen wir hier das komplette Flugzeug hier... So, noch ein paar Teile und dann sieht das Flugzeug aus wie neu. Wenn ich mir das so vorstelle, die beim... Die, wo so Flugzeugabschluss untersuchen, die müssen es ja auch machen. So richtiges Puzzle machen, müssen jedes einzelne dieser Teile wirklich an den passenden Ort suchen. Und bei dem wird jetzt nicht irgendwie so hellblau angezeigt. Hier, guck mal, hier muss das Teil hin. Die müssen wirklich selber herausfinden. Hier, guck mal, das hier, dieses Teil hier, wo gehört das jetzt hin? Okay, ist hier. Ja, irgendwo muss ja hier in der Verbindung halt eben fehlen, ist ja klar. Okay, das Teil wäre sogar noch leicht zu finden. Da steht ein bisschen was drauf. Ja, okay, ist verbogen ein bisschen. Ist schon klar, dass da ein bisschen Ding nicht passt. Hier haben wir ein Fenster. Das Flugzeug hat mehrere davon. Spontan, wo gehört's hin? Oh Mann. Aber gut, da stand ein bisschen Buchzahlen drauf. Oh, hier. Ja, und wo gehört das Teil hier hin? Tendenziell andere Seite. Und obwohl wir so viele Teile hier haben, fehlt trotzdem noch ein riesiger Haufen. So, tun wir die nochmal wegräumen. Dann würde ich mal ganz schnell einen Scan machen. Und zwar... Eigentlich müssen wir Vereisung testen. Ich kann mich bei N24 bzw. Welt kann ich mich halt auch auf so einzelne so Flugzeugabsturzdokus halt eben auch erinnern. Da gab es ja auch irgendwie ein Flugzeug, das wegen Vereisungsproblem abgestürzt ist. Weil die Chitorrohre verstopft waren. Beziehungsweise vom Eis halt eben abgedeckt waren. Ich weiß auch, dass die Dinger Chitorrohre reißen, nur weil ich Chitorrohre heißen. Weil ich die halt eben auch so aus dem Ding halt eben gelernt habe. Es sind so kleine Rohre, so die vorne beim Flugzeug sind und die halt den einströmenden Luftstrom halt eben messen. Und aus dieser Messung heraus the detected abnormal plane skin. Okay. Und was mit Explosiven? Weiß ich gar nicht. Habe ich Explosiv gerade getestet oder... Okay. Also die messen halt einfach den einströmenden Luftstrom und können daraus halt eben Geschwindigkeit und so ermessen. Des Flugzeuges. Ich meine, der im Gegensatz zu einem Auto, wo halt eben die Umdrehungen der Reifen, beziehungsweise Motorumdrehungen, Umsetzung etc. halt eben alles berechnet, geht das hier halt eben nicht bei einem Flugzeug, wenn er keinen Bodendrip hat. Zumindest glaube ich, dass es so beim Auto funktioniert. Flight Tower. This is flight number
We're flying over Eagle Peak Mountains. Conditions are very difficult. I think we have a problem with time. I'll try to damage, but I'm not sure if it will work. Ich habe keine Ahnung, aber der Stimmrekorder nimmt es mal. Ja gut, der kann auch beschädigt sein, ist auch wieder klar. Ich frage mich auch übrigens auch, warum das nur der Stimmrekorder halt immer ist. Ich meine, das Ding hat ja normalerweise auch einen Flugdatenschreiber. Da steht ja genau drin, ob er Probleme mit dem Benzin hatte und so weiter. Jedes Flugzeug hat standardmäßig eigentlich zwei Blackboxes drauf. Ich glaube, die haben sogar die Blackbox extra draußen hingelegt, weil die Entwickler irgendwie... ich weiß nicht, das nicht machen wollten, dass man hier irgendwie ins Flugzeug reinmarschiert. Ist sowieso irgendwie allgemein ein kleines Flugzeug eigentlich. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine, guck mal, das Ding hier ist ungefähr auf Höhe des... Ja, okay, das hier vorne ist ein bisschen eingequetscht, ist ja schon klar. Ich glaube, dass man allgemein da ein bisschen duckend reingehen musste. So. Okay, wir müssen einmal einen Witness anrufen und der Rest ist alles am PC gemacht. Dann rufen wir erstmal einen Witness an. So, FBI Agent, Wilford Airport. Ich erinnere mich an den Standpunkt vorher. Der Pilot war nervös, als ich sie schnell aufgetankt habe und er war in Eile. Er wollte nicht, dass das Flugzeug enteist wird. Obwohl es eigentlich nur nützlich gewesen wäre. Ich bin mir nicht sicher, ob er die Tanks komplett aufgefüllt hat. I'm not sure if he filled. Hä, muss der Pilot selber tanken? Normalerweise macht das doch immer das Bodenpersonal, haben wir in einem anderen Let's Play gelernt. So, Inbox. Okay, Scanner, Icing. Der Icing-Scan, was ist die Defekte in den Dingen? Okay, in den linken Flügel wurde das Anti-Enteisungssystem ist ja auf jeden Fall defekt. Im linken Flügel. Die Anti-Eisungssystem should be sent to the Vorteil. Okay, wir müssen das ausbauen und im Labor hinschicken. Kein explosives Material an Bord. Recorder Data ist ist beschädigt. Von den Fragmenten, die wir bekommen haben, hörten wir nur, dass er der Pilot ein paar Probleme hat, aber wir wissen nicht genau, was es ist. Wir müssen es zum Studio schicken für eine mögliche Sound-Rekonstruktion. Oh, halt, Moment. Das muss ich am Bild, am PC machen. Okay. Dann lassen wir die Leute, die für den Sound zuständig sind, mal zaubern. Bis dahin... Ist das Benzin ausgegangen? Glaube ich nicht. Es ist instabil geworden. Es ist nicht explodiert. Also Explosion würde ich jetzt ausschließen. Ach guck mal, es wird hier oben sogar automatisch gemacht. Okay. Sendet die Anti-Icing-Systeme zum Examination. Okay, jetzt muss ich aber ausbauen. Und wir müssen das Benzin prüfen. So, es wird normalerweise in Flügeln gemacht. Okay, hier ist sogar Treibstoff drin. Bisschen Kerosin. Also Treibstoff würde ich sagen, ist genug drin gewesen. Benzinlevel war normal. Okay. Das ist gar nicht erst Kerosin, so eine. Das ist ein bisschen schade, dass hier das, die Flüssigkeit sich nicht bewegt. Als wir in dem einen Level da die Pillendose gefunden haben, haben sich die Pillen drin ja richtig bewegt, was ich richtig toll fand. So. Anti-Icing-Flügel im linken Flügel. Ich glaube, ich werde meinen Akkuschrauber brauchen. Dann gucken wir mal, was Sache ist. Okay, gucken wir mal. So, und schickt mal die Rohre alle weg.
Mit dem Paket geht es dann abwärts. 30 Minuten. Received die E-Mail. Eine E-Mail ist angekommen. Checke den Posteingang. Wenn wir die 30 Minuten des der Folge schon erreicht, dann würde ich sagen, mache ich jetzt Schluss. Und das sehen wir uns in der nächsten Folge von Plane Accident wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich über ein Like, Kommentar und Abo freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Plane Accident wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Bis dann. Tschüss.